So, wir haben Konsti hier zum Interview im Fußball-Tennis-Turnier. Hallo. Konsti, das war's für dich auch hier. Der hat gewonnen gegen dich. Mhm. Beschreib mal kurz, woran hat's gelegen? Woran hat es hier gelegen? Anu war auf jeden Fall besser insgesamt, würde ich sagen. Gestern war das Ganze für euch. Ersten anderthalb Sätze waren wirklich schwach von mir. War auch nicht zufrieden, hat man glaube ich auf den Videos auch gemerkt. Ich war ein bisschen angefressen am Anfang, dann bin ich, was ich eigentlich nicht mehr gedacht hatte, bin ich noch ganz gut zurückgekommen im zweiten Satz. Und auch der dritte sah eigentlich zwischendurch ganz gut aus. Dann kam der Elastico und ab dem Zeitpunkt war ich dann ziemlich raus, muss ich sagen. Der war im dritten Satz und nach so einem Ding ist man natürlich dann ein bisschen niedergeschlagen. Ich würde sagen, ist verdient. Ich freue mich demnächst trotzdem noch mal ein paar Matches gegen Alu oder sonst wen zu spielen. Biene, weg mit dir. Du hattest ja bestimmt vorgenommen, das Ding zu gewinnen. Stelle ich mir zumindest so vor bei deinem Ehrgeiz. Ich würde behaupten, ein Titel ist noch drin. Spielen wir deshalb ein Spiel um Platz 3? Ich glaube, den habe ich auch ohne das Spiel um Platz 3, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da kann mir niemand mehr Konkurrenz machen. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei 13, 14 oder so. Auf jeden Fall uneinholbar also, eigentlich. Ja, da brauchen wir kein Spiel um Platz 3 mehr für. Den Gartenball habe ich. Ich hoffe, da kriege ich noch irgendeinen Preis für. Spiel um Platz 3 angesprochen. Gegen Thailand geht's. In einer Vorrunde hast du gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Easy Frag oder? Vorrunde war noch ohne die 5 Kontakte, die wir ja irgendwann dann eingeführt hatten. Mhm. Also es wird ein anderes Match, glaube ich. Aber ich bin zuversichtlich. Ich glaube, ich kann auch Thailand noch mal schlagen. Guter Hinweis von dir. Ich habe ja jetzt auch so ein paar Fragen hier von unseren Fans erhalten, die ich dir gerne stellen will. Und eine davon ist, ob du glaubst, wenn wir die 5-Kontakt-Regel nicht eingeführt hätten, hättest du Alu geschlagen? Wie es da ausgegangen wäre, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir hatten im Halbfinale hatten wir zwei eher defensivere Spieler gegen zwei sehr offensiv spielende Spieler. Also Alu gegen mich sind eher die offensiveren Spieler, würde ich sagen. Und hier Dome gegen Thailand waren die defensiveren Spieler. Ich glaube, auch Alu ist mit mehr als 5 Kontakten stärker nochmal. Heißt, ich weiß nicht, ob das was geändert hätte. Also insgesamt würde ich sagen, ich bin stärker mit mehr als 5 Kontakten, aber ich weiß nicht, ob das was an dem Halbfinale jetzt geändert hätte. Halbfinale hast du angesprochen, auch diesen Elastico oder Alustico oder so, wie der von Thailand manchmal genannt wird. Das sah schon böse aus. Passend dazu die Frage, die ich jetzt hier auch ablesen muss. Was war deine größte sportliche Niederlage bisher? Und vielleicht, wo steht in dem Ranking dieses Spiel? In meinem Leben bisher meine größte sportliche Niederlage? Okay, das Ding von Alu, ich muss sagen, wie weit oben das in dem Ranking steht, ich würde sagen, es ist schon in den Top 5. Ist schon auch eine Demütigung, es ne? Es ist relativ weit oben, würde ich schon sagen. Ich müsste jetzt überlegen. Also ich muss sagen, in meiner Leistung im Aufstiegsspiel letztes Jahr, wo ein paar von euch waren, war ich, bis auf das Meterschießen, wo ich den dann das Glück reingemacht habe, war ich nicht zufrieden. Wenn wir das verloren hätten, wäre das sehr weit oben gewesen. Und ansonsten, ja, es gab jetzt auch bei den Herren ein paar Spiele, wo ich gerne mal ein Ding gemacht hätte, muss ich sagen. Das sind so die Sachen, die ich da einranken würde, ja. Okay, jetzt, wir müssen mal langsam zu Ende kommen. Die Sonne ist auch weg und man sieht dich, glaube ich, auf dem Bild gar nicht mehr, weil es auf einmal dunkel ist. Egal, man hört dich ja noch. Bei den anderen gab es ja immer die Fragen, die du auch erwarten würdest jetzt zu der Vorstellungsrunde. Jetzt ist das Turnier vorbei. Vorstellen müssen wir dich nicht mehr groß. Aber Dummkopf. Ja, da haben sich bestimmt ein paar gewundert, warum ich der Dummkopf bin. Ja, ich glaube nicht, dass sich da jemand gewundert hat. Ja, die Leute, die es nicht wissen. Ich versuche mal zu erklären, woher das Ganze kommt. Timon, kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Gab irgendwann ein Missverständnis, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann kam der Spitzname zustande und seitdem bin ich hier oben in der Finca vor allem. Ist mein Spitzname nach Konsti, halt mein dritter Spitzname oder mein zweiter Spitzname, ist der Dummkopf. Ich bin jetzt für alle hier immer der Dummkopf. War das ein singuläres Ereignis?
also damit ging es los und seitdem wird sehr genau auf meine Fehler geachtet und da wird dann immer gesagt, dass ich der Dummkopf bin. Okay, dann sind wir schon bei der vorletzten Frage, die im Prinzip in die letzte auch übergeht. Okay. Auch wieder eine Frage, nicht von mir, sondern von unseren Fans. Ich lese wieder vor. Dürüm-Döner von oben reinbeißen oder in der Mitte? Also, wer in den Dürüm-Döner von der Mitte reinbeißt. Also der, tut mir leid, der sollte nie wieder in seinem Leben den Döner essen. Das gehört sich wirklich nicht. Okay. Also definitiv von oben. Definitiv von oben. Dann letzte Frage. Was glaubst du, wer hat die Frage gestellt? Die Dürüm-Döner-Frage. Hm. Die Dürüm-Döner-Frage, das... Nee, das war kein Alu. Dürüm-Döner, aber das war auch kein... Doch, Dürüm-Döner, das war Alu. Das war Alu. Das war ich war schon kurz davor, wieder Dummkopf zu sagen. Doch, wenn du den... Okay, dann war es es mit den Fragen. Du hast jetzt die Gelegenheit, vielleicht nochmal zu deinen Jungs, E-Jugend. Ich verwechsel mal E2 oder E1, aber ich sag mal E2. E2 ist richtig. Nochmal so ein paar Worte zu richten. Ich hatte es ja schon versucht, am Ende des letzten Spiels nochmal mich ein bisschen zu verabschieden. Jetzt speziell nochmal für euch Jungs, die ich jetzt das eine Jahr trainiert habe. Ihr habt jetzt alle mitbekommen, dass ich nach Holland gehe, nach euch ein Jahr trainieren und 8 Jahren bei den Sportfreunden sitze, glaube ich, 7, 8 Jahre. Es war eine wirklich, wirklich tolle Zeit. Den Verein kann man nur lieben, wenn man ihn kennenlernt. Sowas ist einzigartig. Ich glaube, nicht nur in Berlin einzigartig, sondern wirklich, egal ob ich jetzt in Holland bin, egal wo man ist, ist so ein Zusammenhalt von so einem Verein wirklich einzigartig. Hat mir super viel Spaß gemacht, euch zu trainieren. Ich wünsche euch eine super Entwicklung, super viel Spaß mit den neuen Trainern und generell an den Vereinen sehr viel Erfolg. Man wird sich definitiv noch mal wiedersehen. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier oben in der Feka stehe und Fußballtennis spiele und anstoße mit irgendwem. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Dankeschön. Ciao, ciao.